Hi! So, wie versprochen, zeige ich euch heute ein neues Video. Und hauptsächlich geht es um die Glossy Box Style, die letztes Wochenende bei mir angekommen ist. Und ein paar Shopping-Ausbeuten. Ja. Also, ich fange mal an mit H&M. Ich komme wieder nicht an einem H&M vorbei, ohne mir was nicht zu kaufen. Als erstes habe ich mir diesen Schlauchschal gekauft. Total flauschig und kuschelig. Total super. Dann habe ich mir, was man noch immer braucht im Herbst, wie ich finde, so rum, Strumpfhosen gekauft. Einmal in Grau und einmal in Schwarz. Und die sind ein bisschen dicker. Und ich kaufe die mir gerne in ML, weil die einfach bequemer sind und nicht so extrem eng sitzen. Ja. Und dann habe ich mir noch zu dem Schal passend so ein Mützchen gekauft. So ein kleines süßes Strickmützchen. Ja. Und das passt farblich perfekt. Total süß. Ah, okay. Packen wir das mal wieder weg. Dann war ich beim Nanunana. Mal wieder, also ich komme da echt nicht so oft hin. Wir haben zwar zwei bei mir in der Stadt, aber ich gehe da irgendwie nicht so oft rein. Und jetzt Achtung. Das hier. Und als ich mit meinen Freunden gekauft habe und die es gesehen haben, haben die gesagt, was willst du denn damit? Stellst du da Törtchen drauf oder Pralinen? Ich so, nein. Ich werde da meine Ringe drauf platzieren. Ja, wie? Echt jetzt? Ich so, ja. Also ich platziere doch keine Törtchen oder Pralinen da drauf. Ich finde das perfekt als Schmuckständer. Ja. Finde ich echt super. Hat jetzt 10 € gekostet. Finde ich okay. Ist jetzt nicht super billig, aber finde ich auf jeden Fall okay. Gefällt mir sehr. So. Dann war ich bei Douglas. Ja. Und da ich ja keinen Müller bei mir in der Nähe habe, haben die jetzt seit neuestem Catrice, weil unser Douglas hat umgebaut. Und ja, okay, was heißt, die haben Catrice? Eigentlich nicht. Sie haben Catrice Nagellacke im Moment. Ein Haufen. Und da habe ich mir mal welche geholt. 4 Stück. Das ist einmal so ein dunkelgrüner. Ne, Quatsch, dunkelgrün. Ach, so ein hellgrüner eigentlich. Erzähl ich was von dunkelgrün. Heißt Khaki Perry. Ja, Khaki Grün ist das, genauso helles. Ich hoffe, man erkennt das. So, dann kommt der dunkelgrüne. Hier. Der heißt After Eight. Dunkelgrün. Dann ein blauen mit so Glitzer ein bisschen drin. Heißt Blues Brothers Volume 2. Und einen total goldenen, der heißt Goldfinger. Total schön. So, und dann habe ich mir noch so einen kleinen pfirsichfarbenen geholt. Und ich glaube, das ist die Eigenmarke von DM oder so. Da steht Douglas Cosmetics. Sonst steht da nämlich nichts drauf. Ja, total süß. Ich mag ja so Pastelltöne und Pfirsich und Koralle. Und dann gab es dort diese I Love Serie. Kennt ihr, glaube ich. Da gibt es dann Duschgels und Bodylotions und Lippenzeug und alles Mögliche. Und da habe ich mir jetzt auch mal welche gekauft. Und das ist der I Love Strawberry and Milkshake. Ja, so ein rosaner. Und der riecht so geil, Leute. Oh, also wirklich wie so ein Erdbeermilchshake. Ich habe den auch schon ein bisschen benutzt. Toll. Macht die Lippen leicht rosa, aber nur ganz leicht und schimmert voll lange und schön und echt super. Dann den I Love Mango und Papaya habe ich mir noch geholt. Ja, ist eher so gelblich, aber macht jetzt die Lippen nicht gelb. Ist mehr so durchsichtig. Und I Love Vanilla and Ice Cream ist auch so ganz zartes hellgelb. Ja. So, das war's von Douglas. Jetzt kommen wir zur Glossy Box.
Also, es hat jetzt eine Woche gedauert, bis sie ankam. Am Sonntag vor einer Woche. Nee, Quatsch. Das war schon vor 2 Wochen. Ja, auf jeden Fall habe ich es an einem Sonntag bestellt. Gut, am Sonntag bearbeitet es natürlich keiner. Und dann in der nächsten Woche darauf kam es an dem Samstag. Also hat jetzt gut eine Woche gedauert. So, das ist die Box. Die kam in... Moment, Moment. In so einem Karton. Ja? Okay. Und das ist die Glossy Box Style jetzt. Nicht diese monatliche Glossy Box mit dem Beauty-Artikel. Ja, so sieht der Karton aus. Aber das kennt ihr ja, glaube ich, schon von allen anderen Videos, die bei YouTube hochgeladen sind. So, dann, ich zeige es euch ganz schnell. Hier so ein Beutel von Glossy Box Style. So. Und das erste, was ich gesehen habe, war, Moment, diesen Zettel hier. Der war oben drauf. Und da drin steht, herzlich willkommen bei Glossy Box Style. Du gehörst zu unseren ersten 2000 Bestellern und bist damit Gründungsmitglied. Dafür erhältst du ein kleines Willkommensgeschenk anbei. Viel Spaß mit deiner Glossy Box. Oh, und ich dachte, ja, ein Geschenk, oh wie süß. Das kam dann in diesem hier. Dachte ich, oh, da ist bestimmt Schmuck drin, irgendeine Kette oder Ohrringe, Armband, irgendwas. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet noch. Ja, kam es dann auch. Also es war ein Armband, aber ich freue mich ja wirklich sehr, dass sie mir noch was extra zugeschickt haben. Nur, seht es euch mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Mit so einem goldenen Plättchen und es ist so hell, türkis oder eisblau oder wie man es nennen möchte. So ein kleines Armband, so geflochten, ist so gummiartig hier. Und dieses Goldplättchen eben, und da steht dann drauf Name, Tell und Birth, Blood Type, ja, auf jeden Fall, ich finde es nicht schön, ist echt, also ich weiß nicht, ich mag es nicht, und es sieht auch nicht recht billig gemacht aus, tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist einfach nix, und ich habe mich so gefreut, ja, es ist zwar schon schön und so, aber ich ziehe es nicht an, echt nicht, Leute. So, jetzt zum Hauptteil. Was da in der Glossy Box drin war, das waren diese Schuhe für 40 Euro. Gut, kostet ja alles 40 Euro dort. Quetsch, quetsch. Ja, die haben so einen höheren Schaft hier. Geht ein bisschen höher. Sind zum Schnüren vorne. Und die kann man noch hier hinten schnüren. Also die sind dann zum einmal drumherum schnüren. Und kann man vorne noch zumachen. Und die sind schwarz hier, also die Wedges hier sind schwarz. Es gibt ja ganz viele schwarze und auch Schnürwedges und die haben dann dieses Braun hier hinten. Und es gefällt mir einfach nicht so sehr. Also ich mag das mit Schwarz eher, wenn das schon ein schwarzer Schuh ist. Ja, und an dem hingen dann noch, ich habe sie noch nicht angezogen, muss die auch noch einsprühen, also imprägnieren. Dieses Logo drauf, ja. Das ist die Glossy Box Style für mich diesen Monat gewesen. Also ich habe die ja nicht zugeschickt bekommen. Kostenlos. Ich habe mir das jetzt wirklich ganz normal bestellt. Ja. Also ich finde die echt schön. Ich bin auch reingeschlüpft, weil ich wusste ja nicht, wie fallen die Schuhe so ungefähr aus. Bei mir ist es so, dass ich zwischen Größe 39 und 40 schwanke. Und aber eher mir Winterschuhe in Größe 40 kaufe, damit wenn sie doch ein Ticken zu groß sind, da kann ich ja noch eine Einlegesohle oder einen dicken Strumpf anziehen, je nachdem was für ein Schuh es ist. Und dann geht es eher. Und die habe ich jetzt in Größe 40 bestellt und die sind super. Also da brauche ich auch nicht extra dicke Socken oder sowas. Also wenn ihr auch zwischen zwei Größen schwankt, dann lieber einen Tick die größere, würde ich euch da eher empfehlen. Ja. Ansonsten finde ich die schön. Also die sind schön verarbeitet, sind schön weich, wie so Wildleder in der Art. Ist es, glaube ich, nicht, sonst würde es dran stehen. Aber sind schön. Und die stinken auch nicht so extrem. Haben so eine Profilsohle. Ja. Scheint es keine schlechten Boots zu sein. Für 40 Euro. Reicht ja auch, oder? Okay, gut, das war's dann erstmal. Tschüss!